Gladbach, dies, das. Wir reden über die einzig wahre Borussia aus Mönchengladbach, der Fohlenelf vom Niederrhein. Und zwar, ach du je, der Verein unserer aller Herzen. Leute, hört ihr uns überhaupt? Das ist mal das Allerwichtigste. Hört ihr uns? Noch ist niemand da. Deswegen warten wir mal ab, ob jemand kommt. Die warten natürlich immer drüben. Ich muss es kurz erklären für die ersten Leute, die reinkommen, jetzt gleich hoffentlich. Wir haben ja immer so einen Teaser laufen und trotzdem machen wir den Livestream dann ja einfach so. Sandra, hört ihr uns? Hörst du uns? Liebe Sandra. Wunderbar. Sie hört uns wunderbar. Alles klar. Dann gehen wir endlich rein. Also nochmal ganz kurz zu Anfang. Wir haben ja immer diesen Teaser laufen. Wir gehen bald live, aber das geht nur über eine Software. Und noch streamen wir nicht mit Software. Wir haben noch das alte Mikrofon. Ich teaser schon mal an, dass ich zwei Mikrofone gekauft habe und zwei Tonarme. Das zweite Mikrofon ist da, aber der zweite Tonarm noch nicht. Deswegen sind wir noch mit diesem Mikrofon live. Und der Grund ist, zwei Mikrofone brauchst du diese Software. Die haben wir noch nicht und deswegen müssen wir uns das Mikrofon heute teilen. Ich habe das aber neu ausgerichtet. Und wenn Sandra sagt, wunderbar, der Ton ist wunderbar, ich hoffe, der Ton ist wunderbar, dann können wir eigentlich loslegen. Yes. Rico, wie geht's dir? Danke der Nachfrage, Marc. Schönes Intro heute. Etwas über die Technik. Da werden wir heute bestimmt noch mal drauf zu sprechen kommen. Mir geht's super. Danke. Ich bin gut erholt. Wie ihr wisst, ich habe jetzt seit anderthalb Wochen Ferien. Habe alles soweit ganz gut verkraftet, was die Borussia so veranstaltet hat in den letzten Tagen und Wochen. Und bin eigentlich einigermaßen tiefenentspannt. Wie geht's euch, Leute? Schreibt's gerne mal in den Chat. Seid ihr auch alle so gut gelaunt wie wir? Ja, ich bin tatsächlich gut gelaunt. Ich habe leider nicht frei und bin eben erst von der Arbeit nach Hause gekommen. Und es ist ja immer so, das habe ich schon mal gesagt und das wissen auch die Zuschauer, ich bin ja am Anfang immer ein bisschen nervös. Und so holprig wie diesmal war das Intro noch nie, ne? Dass ich einfach irgendwie so... Ich weiß noch einmal, als wir noch nicht live waren, hast du einmal dich versprochen, das war glaube ich auf dem Weg nach Bochum oder aus Bochum zurück oder so, aus Bochum zurück vermutlich, da konnten wir es dann halt nochmal aufnehmen. Weißt du? Da hast du glaube ich das Intro ein bisschen verkackt und dann haben wir gesagt, nee, wir machen nochmal neu. Das geht natürlich jetzt nicht mehr, seit wir live sind, aber ich finde es schön. Ja, okay. Habe ich heute auf jeden Fall richtig verkackt. So, Elli ist da, die Sandra ist da, es sind die ersten Zuschauer da, die von drüben rübergekommen sind. Das freut uns sehr. Machen wir es kurz und knackig heute. Yes. 4.4.2024, heute ist ein besonderes Datum. Warum, erzähle ich dir gleich noch. Aber wir machen heute das Warm-up zu Wolfsburg und wir müssen einmal leider ein Recap machen und du hast ja schon gesagt, dir geht's gut. Ich muss trotzdem den Finger in die Wunde legen und muss sagen oder fragen, wie hast du denn das letzte Wochenende verarbeitet? Du hattest ja du hast ja einen Umzug gemacht. Kannst ich habe einen überhaupt sehen, Umzug oder? Gemacht und das war quasi eine Punktlandung. Ich bin dann aber, weil ich noch zu Hause jetzt kein Internet habe, kam ich nicht in den Genuss, das Gladbach-Spiel in voller Länge ganz und live zu gucken, sondern ich bin in eine umliegende Kneipe gegangen und habe dort Konferenz geschaut. Mhm. Nun, wie ihr alle wisst, wohnen wir in Köln. Da kann man Konferenz gucken und wenn der FC nicht spielt, dann sind natürlich alle in erster Linie gegen Gladbach. Ja, Stiefel gibt's nicht mehr. Genau, den Stiefel gibt es nicht mehr. Das heißt, ich war dann natürlich Mutterseelen allein auf weiter Flur gegen, ich würde jetzt mal so sagen, 20, 30 FC-Leute, die aber auch alle wissen, dass ich Gladbach-Fan bin, aber die haben sich auch nicht nehmen lassen, mir hier und da mal einen Spruch zu drücken. Also beim 0-2, beim 0-3, einer schrie dann irgendwann, boah, was eine langweilige Konferenz, Gott sei Dank gibt es Freiburg. Das tut natürlich sau weh.
Aber diese schlimme Narbe ist jetzt nicht davon, oder? Nein, die ist nicht davon. Die ist einen Tag vorm Umzug habe ich mich nochmal geschrammt an so einer Schraube in der Küche. Ist egal. Gefährlich aus. Nee, ja, alles gut. Ja, okay, also du hast gelitten. Ja, ich habe es gelitten. Ich muss auch sagen, ich habe es mir nicht nochmal im Real Life oder so angeguckt. Klar habe ich mir dann irgendwann nochmal die Tore reingezogen, aber hab ich auch nicht gemacht. Da war ja irgendwie nicht viel los. Also immer wenn tatsächlich in der Konferenz nach Gladbach geschaltet wurde, hatte ich das Gefühl, dass wir eigentlich gerade ganz gut im Spiel sind. Also es war vor allem in der ersten Halbzeit der Fall, danach wurde kaum noch hingeschaltet. Und es gab irgendwann mal so eine Phase, ich weiß nicht, so müsste so um die 20., 30. gewesen sein. Da hatten wir, glaube ich, 3-4 Ecken hintereinander und es war immer relativ gefährlich mit Kopfbällen und ich dachte, fall doch mal rein da und es passiert aber einfach nicht. Wir hätten an diesem Tag 3 Stunden spielen können, ja. Es wäre keiner reingegangen, muss man ganz ehrlich sagen. Gibt ja immer so Tage. Es war so ein richtig gebrauchter Tag. Ne? Der fing einfach damit an, dass meiner Meinung nach beim ersten Treffer, über Skelly wurde schon genug geredet, aber ich habe eigentlich gehofft, dass unser Torwart da mit seinen 1-2, nicht wie viel 90, einfach diesen Ball abfängt. Du siehst es gerade, ne? Moin aus Süder, bravo. Na, erstmal moin moin. Nee, moin sagt man nicht, ne? Schon was ist Süderbarup denn? Ja, Schleswig-Holstein, würde ich sagen, ne? Korrigier mich, Torben? Ja. Der Basti ist da. Der ist Kanalmitglied. Die Ellie Wittgen ist Kanalmitglied. Die Sandra ist Kanalmitglied. Da kommen wir gleich noch zu, ne? Wir haben euch allen irgendwie Danke zu sagen, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, wie kriegen wir denn jetzt die Kurve? Du sagst auch irgendwie, es war einfach ein gebrauchter Tag und. Naja, im Prinzip sind es ja gebrauchte Wochen. Ne? Wenn ich hier gerade schon mal lese, noch der Basti sagt, mit der Niederlage im Pokal hat mir echt von Tag zu Tag mehr wehgetan. Das sitzt viel tiefer als jetzt das 0-3 gegen Freiburg, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du ja im Pokalspiel geguckt? Ja. Ich konnte es mir nicht geben. Also, ich habe gestern eingeschaltet und nach 20 Minuten wieder ausgeschaltet. Das Spiel war halt durch. Ich habe die Tore gesehen, so, ja, okay, alles klar, das Ding ist durch. Ich glaube, nach dem 2-0, irgendwie kurz nach dem 2-0, habe ich wieder ausgeschaltet. Und da den Tag davor habe ich das so parallel laufen lassen und habe es verfolgt. Aber ich hatte vor dem Spiel auch gesagt, Saarbrücken wird jetzt irgendwie einbrechen und Lautern gewinnt da halt bei normalen Umständen. Und das hätte uns auch passieren können. Wie gesagt, dieses Pokalspiel hängt mir viel mehr nach. Ich habe heute noch den Podcast gehört mit Kramer, als er bei Tommy Schmidt war. Von vor mittlerweile 1,5 Wochen, glaube ich, oder einer guten Woche. Wo er auch nochmal betont hat, als das 2-1 gefallen ist, dass er eine absolute Leere in sich verspürt habe. Und ich glaube, die Leere, wenn ich mich an den Abend zurückerinnere, die hat jeder Einzelne von uns auch gespürt. Und das ist irgendwie, ich fand es so ein bisschen erleichternd, ehrlich gesagt. Dass wir hier geredet haben. Nee, das auch. Aber dass auch ein Christoph Kramer sagt, also wie tot. Einfach leer. Es ist nichts mehr in einem drin. Dieser Abend mit den Therapiestunde, die wir hier geleistet haben, danke an alle, die dabei waren, wird mir auf jeden Fall auch sehr lange im Gedächtnis bleiben. Da kriegen wir übrigens total liebe Nachrichten, ne? Auf sämtlichen Kanälen so und auch Leute, die sagen, ey, hat mir sehr geholfen oder hat meinem Vater sehr geholfen oder also sehr schön, kommen wir gleich auch noch drauf. Ja, ja, aber lass uns jetzt mal irgendwie nach vorne blicken und irgendwie die Gedanken auf Sonntag lenken, weil wenn es das jetzt so hinterherhängt, allen und auch den Spielern, ich meine, es geht darum, jetzt nochmal diese 3 bis 5 Punkte einzusammeln, die noch fehlen, ne? Ja. Du hast mir 10 Minuten, bevor wir live gegangen sind, hast du mir mal kurz das Restprogramm vom FC vorgelesen. Mhm. Ja, also Mainz mit dem neuen Trainer, also jetzt mal ganz ehrlich, da müssen wir müssen schon noch mal 1-2 Spiele zusammenreißen und irgendwo uns jetzt die Punkte holen. Ne? Also ich glaube, ganz realistisch gesehen holen wir 2 oder 3 Unentschieden und 1 Sieg. Wann und wo und gegen wen, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich gehe von 3 bis 5 Ja, die würden Punkten ja reichen. Aus. Die würden ja reichen, denke ich mal. Ja, jetzt habe ich mir das Programm von Mainz angeguckt. Die haben jetzt, also der FC hat noch 2 Heimspiele in Folge, Mainz hat noch 2 Heimspiele in Folge, die haben beide noch irgendwie zu Hause Heidenheim oder Köln hat, glaube ich, noch Darmstadt und Bochum zu Hause, Mainz hat noch Heidenheim zu Hause. Die werden noch Punkte sammeln.
Und ich war die gesamte Saison über wirklich sehr, sehr, sehr entspannt. Und wir haben nicht selten über diese goldene Ananas da vorne gesprochen. Aber ich bin mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ich sage, alter Schwede, das darf doch alles nicht wahr sein. Wir werden ernsthaft nochmal in Abstiegsnot geraten. Das ist momentan mein Mindset gerade. Ich kann das auch nicht schönreden. Und das ist krass, weil dass wir die ganze Saison, warst du ja derjenige, der gesagt hat, nein, werden wir nichts mehr zu tun haben. Nein, wir regeln das schon. Und dann kommt so ein Pokalspiel und dann kommt danach nur, ich meine, jetzt muss man ganz ehrlich sagen, die erste Halbzeit nach Heidenheim war wirklich okay. Na, wir schaffen es halt nur nicht mit einer Halbzeit ein Spiel zu gewinnen. Und das ist halt gerade so das große Problem. Wir brauchen schon mal, sehr, sehr gerne. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass du es auch noch aufmachst. Wir brauchen halt noch mal hier und da zwei gute Halbzeiten in einem Spiel. Ne? Ja, im Optimalfall schon. Also notfalls rettet man auch noch mal so einen Punkt wie in Leverkusen. Da haben wir gar keine gute Halbzeit gespielt und trotzdem am Ende einen Punkt gehabt. Jetzt geht es nur noch mehr Ergebnisse. Ist so. Also ich können wir alles schön reden und eine gute Halbzeit, eine schlechte Halbzeit. Wenn am Ende keine Punkte dabei rauskommen, haben wir echt ein richtiges Problem. Es gibt viele gute Biere. Schön, dass ihr da seid, Leute. Auf euch. Zum Wohl. Stadionbier. Darauf, ja genau, Stadionbier. Darauf, dass wir alle gemeinsam leiden und gemeinsam aber auch aus diesem Tal wieder rauskommen. Wenn nicht und hinterher was zu feiern haben. Also Entschuldigung, dass ich unterbreche. Dein Papa guckt, glaube ich, zu. Ne? Gehe ich von aus. Und dass wir hinterher was zu feiern haben. Jetzt mal ganz ehrlich, wir haben ja die ganze Zeit gesagt, irgendwie so eine Saison, wenn wir dann 12., 13. oder 14. werden, einer der Plätze sollte es dann aber schon sein. Dann wäre es nicht schlimm, aber wenn du jetzt nochmal irgendwie so ein Gefühl hast, irgendwie, oh, Tiefpunkt, dann könnte man ja jetzt auch wirklich mit einem Sieg in Wolfsburg oder einem Punkt in Wolfsburg, einen Sieg gegen Dortmund, why not? Keine Ahnung. Also wenn wir die nötigen Punkte holen, haben wir auf jeden Fall hinterher was zu feiern. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ich hoffe sehr, dass das auch so kommen wird. Also Wolfsburg, um jetzt mal ganz kurz konkret auf Sonntag zu sprechen zu kommen. Jeder weiß es, neuer Trainer, letztes Spiel gewonnen. Alle Vorzeichen stehen gegen uns. Und das haben wir eigentlich relativ selten. Eigentlich haben wir immer dieses, wir fahren jetzt da mal hin. Und oder egal wohin nach Wolfsburg. Oder egal wohin, wir fahren irgendwo hin. Und gehen so mit dem Gefühl an, ja, eigentlich müsste es klappen. Das hat man halt jetzt irgendwie gar nicht. Man hat das Gefühl, alles steht gegen uns. Stimmt. Und warum gewinnen wir nicht mal so ein Spiel, wo keiner mit uns rechnet? Einfach mal irgendwie einen dreckigen Sieg in Wolfsburg. Ich meine, Wolfsburg hat die gesamte Saison auch noch keine Bäume ausgerissen. Ja, die haben wir schon geschlagen. Ich erinnere an das Pokalspiel. Auch da war Wolfsburg tatsächlich relativ stark. Ne? Zweite Halbzeit hatten wir eigentlich kaum noch eine Torchance, bevor dann Kone eingenickt hat. Aber fängt wieder bei 0-0 an, hinten stabil stehen, wenn wir das irgendwie mal hinkriegen sollten und dann mal einen Konter setzen und dann ist es okay für mich. Das ist so die ganze Saison unser Knackpunkt, ne? Dass die Abwehr es nahezu nie schafft, mal ohne Gegentor zu bleiben. Das gab es, glaube ich, einmal bei dem 0-0. Haben wir nicht das eine Spiel gegen Wolfsburg, das Freitagabendspiel, 4-0 gewonnen oder so? Ja, wir haben im Pokal 1-0 gewonnen, ja, okay. Ja, wir hatten auch dieses Freitagabendspiel. Ach, das war 4-0, ne? Okay. Ja, aber das ist so der Knackpunkt. Wir sind einfach nicht beständig genug. Es wird immer über die viel zitierte Konstanz geredet, die geht uns einfach ab. Ich habe aber trotzdem, und kommen wir zu den guten Sachen, ich habe trotzdem so ein bisschen Hoffnung. Ja, ich meine, wenn wir keine Hoffnung mehr hätten, dann wär's mal genauso hier. Also, um auch das ganze Thema nochmal aufzuwühlen. Ich finde, selbst wenn wir das jetzt wieder verlieren und wieder verlieren und wieder verlieren und wir am Ende Relegation spielen oder was auch immer, es ändert doch nichts daran, dass wir Gladbach immer noch einfach übelst abfeiern und auch die nächsten Jahre dahin fahren werden. Es ist unsere große Liebe. Es ist unsere große Liebe und ich bin da mittlerweile, ich weiß nicht, ob das mit dem Alter irgendwie kommt oder so, ich glaube, als Jugendlicher hätte ich mich jetzt gerade komplett aufgeregt und auch als junger Erwachsener, aber mittlerweile denke ich so, Gladbach begleitet mich eh mein Leben lang, was sollen denn die Lauterer und 60er und was auch immer sagen? Klar, es ist scheiße, irgendwie in der unten drin zu stecken, aber wir hatten einfach 10 richtig geile Jahre jetzt, die 10er Jahre. Mhm. Und dass Gladbach immer irgendwie wellenförmig sich bewegt, ist seit jeher so. Und jetzt sind wir halt gerade in einer Krise und sind
einfach gewarnt und müssen es irgendwie hinkriegen, die Liga zu halten. Nur darum geht es jetzt gerade noch. Und dann blicken wir gemeinsam in eine positive Zukunft. Sei das dann irgendwie nächstes Jahr wieder stabilisieren oder was auch immer. Und im aller Worst Case? Nein, kein Worst Case. Nein, kein Worst Case. So, Omlin kommt zurück, kam zurück, sah zweimal nicht so gut aus. Ist natürlich auch klar, ist ein Spieler wie jeder andere. Und auf der Torwartposition kann ich dir nochmal sagen, das ist noch mehr krasses Kopfkino. Die ganze Zeit bist du voll unter Strom. Und ja, da muss man einfach hoffen, dass er jetzt irgendwie sich stabilisiert. Und Player hat uns wirklich, überleg mal, wie lange Player raus war und überleg mal, wie lange Schwanzschacher raus war. Ja, ja, ich weiß. So, ne? Und das war noch das Allerbeste am letzten Samstag, dass die reingekommen sind und wenigstens mal so ein paar Ballkontakte und mal so langsam irgendwie die Möglichkeit haben, ans Spielen zu kommen. Seoane hat gesagt, die haben sogar länger gespielt, als sie eigentlich sollten. Aber ich habe große Hoffnung, dass Player, weil ohne Scheiß, Player in Form ist ein Unterschiedsspieler. Ja, definitiv. Player ist unser bester Spieler die gesamte Saison über. Ich weiß nicht, wie viel Scorer er hat, aber auf jeden Fall zweistellig. Und auf den haben wir jetzt wirklich sehr lange gewartet. Also ich habe ganz, ganz große Hoffnung darin, dass er im, ich nenne es jetzt mal Abstiegskampf, es ist der Abstiegskampf gerade. Unser entscheidender Spieler sein kann. Und Schwanne übrigens auch. Ja, ich wollte gerade sagen, auf den haben wir noch viel länger gewartet. Schwanne kann auch mal, der hat in Ansätzen gezeigt in der Hinrunde, was der zu leisten imstande ist. Und dann macht er halt nochmal in der 89. irgendeinen dreckigen Kopfball und sei es dann gegen Dortmund oder was. Irgendein Punkt, mit dem man nicht rechnet. Ja, ich bin weiterhin guten Mutes. Gott sei Dank. Das ist auch wichtig in der Phase, dass wir jetzt nicht auch noch hier... Ja, wir dürfen den Kopf nicht in den Sand schicken. Marc, ich habe ganz kurz, ich habe eine Sache. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe eine Sache vorbereitet. Leute, ich zeige euch ganz kurz was. Und zwar hat der liebe Lasse, ein sehr guter Freund von mir, aus seinem Frankreich-Urlaub mir ein kleines Präsent mitgebracht. Okay. Dieses Präsent sieht folgendermaßen aus. Guckt es euch einmal kurz an. Meine Frage an dich ist, von wann ist dieser Wimpel? Es gibt ein Indiz auf diesem Wimpel, der den Zeitraum auf jeden Fall eingrenzen könnte. Das grüne Gladbach-Raute. Das Grün in der Gladbach-Raute ist für mich auch ein Indiz tatsächlich. Das ist so ein bestimmtes Grün, was es nur in einer bestimmten Zeit gab. Ich halte das nochmal ganz kurz, etwas länger in die Kamera. Vielleicht fällt dem einen oder anderen relativ schnell etwas auf. John Meister, alle Meister sind drauf. Es sind nur zwei Pokalsiege drauf. Es sind nur zwei Pokalsiege drauf. Ja. Das heißt, das Ding muss von vor 1995 sein. Ja, das ist klar, aber das sieht man auch, finde ich. Das hat so einen bestimmten... Boah, hat er das auf dem Flohmarkt? Der hat das auf so einem Flohmarkt in Südfrankreich einfach gekauft, hat mir damit einen großen Gefallen getan. Und ich weiß auch nicht, was er dafür bezahlt hat, wahrscheinlich nicht viel, aber ist irgendwie ganz witzig, weil das ja wirklich ein antikes Ding ist. Ne? Also ich meine, Anfang der 90er oder... Es ist nicht nur witzig, es ist sogar wunderschön. Es ist wunderschön, ne? Und apropos wunderschön, Leute. So, hoffentlich versaut das jetzt nicht den Ton. Lasse, ich weiß, ja. Das sollte Erwähnung finden in der Sendung. Wir freuen uns wirklich mega darüber und es findet einen geeigneten Platz irgendwo hier in der Küche. Und ich glaube, da ist es schon zumindest für die Folge heute ein guter Platz gefunden. Großartig. Vielen, vielen Dank. Sieht man es? Man sieht es so. Ja, man sieht es. Ja, man... Sieht es so mittelmäßig mal gucken, hier. Da sieht man es nur ein bisschen, aber ist okay. Ein bisschen, ja. Wo wir gerade dabei sind, ihr Lieben. Thomas Nellen sagt vielleicht 1980. Aus den 80ern würde ich auch sagen. Ich hätte jetzt eher Mitte 80 geschätzt. Hat irgendwie, ja, ich finde das ja danke, Lasse. Wir freuen uns mega, findet einen ordentlichen Platz. Und weil wir gerade dabei sind, aus den 80ern kommt sehr wahrscheinlich auch dieser Aufkleber, den hat uns der Klaus geschickt. Dankeschön an Klaus. Klaus mit C. Ne? Und mega geil, der ist auch echt richtig alt. Da ist Pokal auch nur zwei drauf. Guck an.
Und UEFA Cup Sieger 75, alle Meisterschaften natürlich, ja. Und die liebe Elli, hast du schon gesehen? Ich habe es gesehen, ja. Die liebe Elli hat uns dieses Autogramm besorgt von Marcelo Pleitsch, der immer unsere Technik präsentiert. Und die Technik wird auch heute präsentiert von Marcelo Pleitsch, Technik Solutions. Elli, mega geil von dir. Danke, danke, danke. Und ganz aufmerksame Beobachter werden gesehen, es ist auch krass, was jetzt hier so die letzten Leute, Wochen. Es prasselt alles gerade auf uns ein. Vielen Dank, Leute, dafür, es ist der Hammer. Wir haben extra heute nicht 5 Trikots aufgehangen, weil wir es auf gar keinen Fall überladen wollten. Der Bernie hat uns einfach das Ter Stegen-Trikot überlassen, ne? Und nochmal, wir haben es ja auch schon geschrieben, wir können das nicht als geschenkt akzeptieren. Wenn du irgendwann sagst, ey, wie doof war ich denn, ich möchte das zurückhaben, schicken wir dir das sofort zurück. Aber es passt natürlich mega in unsere Küche und es ist richtig geil von euch, Zuschauern, Entschuldigung, wie ihr mitmacht und wie die Dies-Das-Community doch lebt und auch wie positiv die ist. Jetzt mal ganz ehrlich, bei uns gab es jetzt wenig schlechte Stimmung, so gut wie gar nicht. Natürlich kommt auch mal irgendein Kommentar, der komisch ist oder den wir vielleicht nicht ganz nachvollziehen können, aber es war in der Regel nie was Beleidigendes hier und das lobe ich mir sehr und da möchte ich euch wirklich für danken und zwar vom ganzen Herzen. Ist richtig geil mit euch. Dankeschön. Und noch was sehr Schönes ist passiert. Also zuerst, wir haben ja so einen ganz kleinen Instagram-Kanal, wo wir ganz selten sind und auch uns da nicht bemühen, dass da großartig was passiert. Aber es hieß irgendwann, ihr braucht einen Instagram-Kanal. Jetzt haben wir da irgendwie, keine Ahnung, 20, da sagt man ja Follower. Und da haben uns aber auch Leute hingeschrieben und die sind im Spam gelandet. Mhm. Und da war ich gestern total entsetzt und dachte mir, oh Gott, im Spam. Und ah, das ist ja nett. Und dann habe ich darauf geantwortet und einer war dabei. Und zwar, und jetzt guckt nämlich jemand ganz doof zu Hause und der dabei war, der weiß es, weil wir haben das so ausgemacht. Heute am 4.4.24 ist aus dem Grunde ein besonderer Tag und ich freue mich so sehr darauf, weil mir da das Herz aufgeht. Der Tobi aus Baden-Württemberg. Mhm. Und der Michael guckt jetzt doof. Der Tobi aus Baden-Württemberg hat mir erzählt, dass sein Papa, der Michael Kraft, heute 62 Jahre alt wird. Herzlich und er wäre so begeistert von unseren Videos und nach Niederlagen wären wir so eine Therapie für ihn und der hat den Tobi zum Borussen gemacht. Er selber ist Borusse durch und durch und Tobi möchte ihn grüßen und wir gratulieren. Ganz herzlich. Von Herzen. Ich kriege bei der Story fast ein bisschen Gänsehaut. Es war so süß. Das ist echt, ne? Süß, ja. So süß. Und das, er wollte eigentlich eine Videobotschaft von uns. Und dann habe ich gesagt, wann hast du das geschrieben? Und habe gesehen, ey, das war noch heute. Ich habe das heute im Spam entdeckt und habe dann die anderen entdeckt. Auch da ging Grüße raus. Aber Michael Kraft, 62 Jahre alt, du hast einen echt coolen Sohn. drück den mal. Ich glaube, ihr wart heute essen. Herzlichen Glückwunsch von uns beiden. Ihr fahrt dreimal im Jahr ins Stadion und versucht so Auswärtsspiele noch abzugreifen. Ja, Tobi hat geschrieben, der Papa hat es ihm in die Wiege gelegt. Ich glaube, ihr habt ein ganz tolles Verhältnis. Feiert schön. Herzlichen Glückwunsch. Wunderschöne Geschichte. Herzlichen Glückwunsch und auf, dass die Borussia am Sonntag dann irgendwie noch ihr Bestes dazu gibt. Und vielleicht sich noch mit 3 Punkten beschenkt. Das wäre, glaube ich, in unserem aller Sinne. Ja. Gibt es noch eine Sache, die wir ganz kurz erwähnen? Du hattest noch einen Austausch, glaube ich, oder wollen wir das machen, wenn es soweit ist? Über Instagram? Ja, hatte ich bestimmt. Ich hatte mehrere. 90er Jahre. Oh Gott. Egal, dann machen wir es beim nächsten Mal. Ach, ja, yeah, ja. Nee, lass mal das jetzt erstmal stehen und das sind Michaels und Tobis, oder Michaels Glückwunsch und Tobi hat es arrangiert. Es gab noch wirklich alle, die da schreiben, sind immer sehr, sehr nett und ja, das ist schön und motiviert uns auch, hier weiterzumachen. Wir sind jetzt, ja, wir sind jetzt im 7., 8. Monat, wir sind irgendwo bei 7 Monaten und haben jetzt über 700 Abonnenten und alle sind nett und positiv. Danke dafür. Weiter so. Ja, sehr gerne weiter so.
Sollen wir noch ganz kurz hier ganz kurz die Newstamps erwähnen, unseren Hauptsponsor. Die machen Motivstempel. Die Stempelmacher. Die Stempelmacher. Daniel, der hat mich überredet, die Mikrofone zu kaufen. Der hat gesagt, ey, du brauchst irgendwann ein Shure MV7. Daniel, gesagt, getan. Ich habe 2 Stück davon gekauft. Ich habe es eingangs schon erwähnt, warum wir damit noch nicht sprechen, weil der zweite Mikrofonarm fehlt und weil wir dann eine Software benutzen müssen. Und wir sind ja technisch sind wir ja meistens so. Marcelo Kejcher. So. Ja, du hast noch was, ne? Was steht? Nee, ich habe nichts mehr. Also ich habe etwas, das war das mit dem Wimpel, das wollte ich dir überreichen. Wir können aber sehr gerne nochmal auf unsere glorreiche Borussia zu sprechen kommen, weil ich glaube, dass sich da Themen auftun, die besprochen werden müssten. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch das Video von Niklas Livingstone gesehen hat, dem Typen von Calcio Berlin und 50+2, der hat Borussia in einer in einer Videoanalyse seziert und hat das Format, machen die häufiger, nennt sich Was läuft eigentlich schief bei? Und dann in dem Fall jetzt Borussia Mönchengladbach, wirklich bis von der Favre-Zeit zurückgegangen bis heute und hat wirklich, ich liebe seine Analysen, ne? Der ist einfach messerscharf und sehr, sehr, sehr gut in dem, was er macht. Für mich einer der besten Fußballexperten im deutschsprachigen Raum. keine Ahnung, aber der ist... Der ist wirklich heftig und der hat übrigens in seinem Video, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, Borussia Explained erwähnt und hat gesagt, Borussia Explained, ein sehr guter Blog über Borussia Mönchengladbach, hat da was nachgelesen, hat da recherchiert und hat dann darauf aufbauend auch so 1-2 Sachen zu Wirkus-Zitaten aufgebaut. Wirkus, der gesagt hat, Gladbach soll eine Ballbesitzmannschaft sein, in dem Moment, als Farke kam, weil Farke das auf seiner ersten PK gesagt hat. Für mich ist Gladbach noch nie eine Ballbesitzmannschaft gewesen. Selbst unter Favre war das ja auch eher so, dass wir einfach ein schnelles Umschaltspiel hatten. Jetzt nicht so wirklich Konter, aber ein schnelles Umschaltspiel. Und spätestens seit der weg ist, passt die Mannschaft im Prinzip nicht so wirklich zu der Philosophie des Trainers. Das ist seine Quintessenz aus seiner Analyse und dem würde ich tatsächlich nachgehen wollen. Ich habe das Gefühl, dass die Spieler, die wir haben, nicht zu der Philosophie weder von Farke noch von Jerry Seoane passen. Und jetzt stellt sich mir die Frage, wenn es immer um den Borussia-Weg geht und die Borussia-Identität bewahren und so weiter, erstens, was ist der Weg? War eigentlich immer so, irgendwie junge Spieler, Schnelligkeit, Kontermannschaft, das ist so die DNA, die ich irgendwie mit Borussia verbinde. Und das Zweite, wie können wir dem für die nächste Saison, wie können wir den Weg wieder, einleiten. Inwieweit können wir unseren Kader so verstärken oder verändern, dass dieser Weg wieder eingeschlagen werden kann? Also möchte ich mal da reingehen, dass ich ja finde, dieser Borussia-Weg, dieser viel zitierte, der uns immer wieder nicht erklärt, sondern meiner Meinung nach verklärt wird, weil wir haben so einen Schlingerweg eingeschlagen. Plötzlich waren wir eine Ballbesitzmannschaft. Da haben wir uns ja alle gewundert und haben uns erstmal angeguckt und haben gesagt, echt, sind wir eine Ballbesitzmannschaft? Wusste ich gar nicht. Ne? Mhm. Jetzt muss ich dich einmal dahingehend korrigieren, weil ich es anders empfinde. Unter Favre, es stimmt mit dem schnellen Umschalten, man stand tief, aber sobald wir 1-0 geführt haben, ja, gut, waren wir schon kontrollierend. So. Ne? Und dann ging es immer, weil wir noch einen spielstarken Torwart hatten, der auch durchaus immer mitspielen konnte. Und jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, einer der besten Torhüter der Welt. Ja. Ja, gut, hatten wir 2 Jahre, ne? Aber bei Sommer war es ja auch nicht anders. Er hat ihn rein. Das war das Jahr, wo wir in die Champions League gekommen sind. Ne? Ja. Natürlich, mitunter wurden wir noch unterschätzt, auch mit viel Umschalt-Konter. Und es war schon wirklich suspekt, als wir Farke als Trainer geholt haben, dass wir plötzlich diese Borussia bei immer eine Ballbesitz machen. Habe ich wirklich anders empfunden. Und jetzt ist es so, dass ich mich frage, was willst du damit sagen? Müssen wir den Kader an unseren Trainer anpassen? Oder sagst du, der Trainer geht gar nicht, wir müssen jetzt gucken, was da ist und was bleibt. Und wenn das nicht passt, weil, sind wir mal ganz ehrlich, es haben jetzt 3 Trainer haben sehr darunter gelitten, dass die Mannschaft, meiner Meinung nach, ich meine, Chris Kramer wird es nicht gucken, aber es tut mir wirklich leid, es ist jetzt der 3. Trainer und da muss auch irgendwann mal die Mannschaft sich zusammenreißen, finde ich.
und jetzt zumindest die letzten Spiele sich so zusammenreißen, dass wir nicht absteigen. So, also das will auch unser Weltmeister Chris Kramer nicht in seiner Vita stehen haben. Ja, also die Frage, die jetzt dadurch so ein bisschen im Raum steht, ist, sollen wir den Trainer wechseln oder sollen wir die Mannschaft anpassen, ne, an den Trainer? Und ich glaube, dass Seoane ein Trainer ist, der gar nicht so eindeutig für eine bestimmte Spielphilosophie steht, sondern der selber in der Lage ist, sich auch an gewisse Umstände und Gegebenheiten anzupassen. Zu adaptieren, genau. Bitte? Und zu adaptieren. Und deswegen, also 50 plus 2 hat im Podcast gesagt, spätestens jetzt muss die Trainerfrage gestellt werden, also spätestens im Sommer, wer zu Hause gegen Freiburg verliert, bla 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 bla, dieser absteigende Ast, auf dem wir uns befinden. Es muss die Trainerfrage gestellt werden. Meine persönliche Meinung ist, an Seoane festhalten und ihn etwas in diesen Borussia-Weg eingliedern. Das bedeutet für mich, gallige Spieler kaufen, schnelle Spieler kaufen, Umschaltspieler kaufen. Stabile Abwehr. Vernünftig stabile in der Abwehr stehen und aus der Abwehr. Ich bin das erste Mal Meister geworden. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. An deinen Papa, sonst bin ich bin da wirklich besser geworden. Aber ganz genau, es geht ja nicht, wenn die Abwehr nicht steht, dann kannst du nochmal, wir haben diese Saison 3 Tore geschossen, wir haben 4 Tore geschossen und haben nicht gewonnen. Wir brauchen diese stabile Abwehr und die findet er im Moment nicht. Woran? Das hat natürlich viele Gründe. Und es hat natürlich auch Gründe, dass die Abwehr kaum mal 3 Spiele hintereinander gleich macht. Wir haben jetzt so ziemlich sämtliche Podcasts erwähnt, ne? Muss man auch dazu sagen. Ich bin mit Möppi nach der Sendung übrigens immer mal wieder im Austausch. So. Mhm. Und man kriegt ja mit, was die Leute so denken und was sie meinen. Und dass die Stimmung gerade irgendwie so schwierig ist, dass natürlich auch Personen hinterfragt werden, finde ich völlig in Ordnung. Ich bin aber trotzdem weit davon entfernt, jetzt im Beispiel von sag jetzt einmal, es gibt ja Personen, die sagen, Virkus muss gehen oder was soll Hannelore Kraft da? Bonhoff ist ist nur 15 Jahre jünger als Königs. Als Königs, Dankeschön. Seoane muss gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das nicht gut. Wir geben damit der Mannschaft ja auch immer wieder eine Entschuldigung, immer wieder eine Lobby. Und es gibt natürlich auch zu denken, wenn zu viel über Umbruch geredet wird, weil dahinter kann sich die Mannschaft auch verstecken. Aber ich finde jetzt, dass egal, wen unser Trainer aufs Feld schickt am Sonntag gegen Wolfsburg, ich will zumindest sehen, dass sich da keiner ergibt und eine Leere in sich spürt, weil wir ein doofes Tor kriegen. Wir hatten genug Zeit am Samstag, dieses doofe Tor. Und ja, es war ein beschissenes Tor, Entschuldigung, abgefälschtes Ding, Skelly geht nicht richtig hin, unser Torwart kommt nicht, wir hatten wieder eine Fahne in der Fresse und haben es nicht, aber du hast gedacht, nee, ist da jetzt nicht drin. Und plötzlich hast du das Gefühl irgendwie, dass da alles zusammenbricht und das darf einfach nicht sein. Du hast ja noch genug Zeit und da muss einfach mit Mann und Maus dagegen. Aber hattest du das Gefühl, dass am Samstag alles zusammengebrochen ist? Eigentlich wurde doch immer gesagt, dass die erste Halbzeit die erste Halbzeit war doch, das stimmt, die war okay, aber in der zweiten Halbzeit, wo ich gehofft habe, das wird jetzt eine bessere und wir kriegen das noch hin, eben weil die erste Halbzeit okay war, aber dann kam das zweite Tor auch, sagen wir mal, nach dem zweiten Tor kam einfach nichts mehr. Es gibt ja einen Grund, warum die Fans irgendwann in der 80. angefangen haben mit höhnischem Applaus und Ballstaffetten zu bejubeln. Da kann mir jeder erzählen, was er will und auch Leute, die in den Chat schreiben, da kann die Mannschaft ja mit uns gucken, das Spiel noch mal gucken, dann wissen die, wie die Gefühlslage ist. Glaub mir, die Mannschaft weiß ganz genau, wie die Gefühlslage ist. Rainer Bonhof hat übrigens, gestern gab es irgendwie offiziell mit Knippi so ein Ding und dann hat er so ein bisschen darüber erzählt, wie er Präsident geworden ist. Und der hat auch noch mal so in einem Nebensatz ganz leise, aber bestimmt appelliert, Leute, steht weiter hinter uns, die Mannschaft braucht euch. Und die Mannschaft braucht uns auch. Ja gut, ich meine, das ist ja klar, dass er das sagt, ne? Er wird jetzt ja bestimmt nicht sagen, Fans fangen an zu pfeifen. Nein, natürlich, aber es war auch wirklich schlimm. Die Ost war halb leer in der 80. Minute. In der Nord, selbst in der Nord sind die Leute in der 80. Minute, das gibt es sonst gar nicht, ne? Und die anderen haben sich geholfen mit Sarkasmus. Und mit höhnischem Applaus. Ja, weil man selber nicht so richtig weiß, was man machen soll. Einem sind die Hände gebunden. Man ist nicht mehr bereit, nach einem 0-3 irgendwie voll hinter der Mannschaft zu stehen und die weiter bedingungslos zu supporten.
man weiß, man ist aber gefangen in diesem Spiel und in seiner Liebe und der Liebe zum Sport und zum Verein und sagt, ich will das gerne, ich würde das gerne machen, aber so, was ihr da jetzt abliefert, kann ich das nicht. Ja, dann fange ich halt an, höhnisch zu klatschen oder irgendwie als nächstes dann vielleicht zu pfeifen, keine Ahnung. Ich kann nicht pfeifen, aber ich gebe es jetzt einfach mal zu, ich war auch gut. Buh! Kannst ganz laut Buh rufen, das geht auch. Ja, aber das bringt einen ja nicht weiter. Ne? Also es geht jetzt ja irgendwie darum, in die Zukunft zu blicken. Und klar, erstmal muss dieses Jahr abgeschlossen werden. Wir müssen irgendwie die Liga halten. Aber trotzdem geht es ja darum, wie bauen wir unsere Mannschaft auf? Bauen wir die um den Trainer auf? Oder wie der Speedcore Worldwide geschrieben hat, wenn es nicht funktioniert, muss der Trainer gehen. So im Prinzip hat das, glaube ich, formuliert, ne? Wenn es nicht passt, sollte man nicht nur wegen dem Ruf an einem Trainer festhalten, sagt er. Wer sagt das? Speedcore Worldwide. Mhm, okay. Ja, Ruf. Ich habe halt die Sorge, dass wenn wir jetzt den vierten Trainer einfach so verschleißen, innerhalb 4 Jahre. Aber wieder nur ein Jahr. Entschuldigung. Richtig, korrekt. Dankeschön. Schon wieder nur ein Jahr, ein Trainer, ein Jahr. Das ist dann irgendwann aber wirklich der Schalke-Weg. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. So, der Alexander hat ganz recht und hat gesagt, wir haben schon immer den Spielstil gewechselt, von Weißweiler zu Lattek, zu Heinkes, zu später Kraus, zu Favre, zu Rose, zu Hütter, nicht unbedingt, aber wieder zu Farke und jetzt zu Seoane. Ja, das ist so, aber wir müssen jetzt auch mal echt, also ich habe halt die Sorge, um dann das zu Ende zu bringen, dass nach Seoane vielleicht echt Schrott kommt, ne? Deswegen, ich bin auch ganz eindeutig dafür, dass wir Seoane behalten sollten. Ganz, ganz, ganz eindeutig meine Meinung. Danke. Und wir haben immer noch als Borussia Mönchengladbach den Ruf, ein stabiler Erstligist zu sein mit einer Riesentradition und Meisterschaften und allem, was dazugehört. Eine Riesen-Fanbase. Und es ist doch immer noch ein Magnet auch für Spieler. Nicht nur für die Fans, die da Woche für Woche hinpilgern, sondern du kannst mir doch erzählen, was du willst. Gladbach gehört, guck dir die ewige Bundesliga-Tabelle an, immer noch zu den größten 5, 6, 7, 8 Vereinen Deutschlands. Was weiß ich, Stuttgart oder was. Und es muss doch, ich erinnere mich an Robin Hack zum Beispiel, der das gesagt hat, dass das für ihn ein Mitgrund war, auch zu Gladbach zu gehen, weil das eine Ehre für ihn ist, auch für den Verein zu spielen, diese Raute tragen zu dürfen und so weiter und so fort. Ich glaube, ich kaufe ihm das sofort ab. Ja. Und ich kaufe das auch, ich sage jetzt einfach mal, galligen Zweitligaspielern ab. Warum sollte man denn nicht von einem Aufsteiger aus der zweiten Liga, so, sondern das ist jetzt das beste Beispiel, Aufstieg mit Kiel. Ja, aber Gladbach ist schon nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Adresse als Holstein-Kiel. Es tut mir leid, ne? Aber ist ja de facto so. Natürlich, wenn wir uns jetzt die 3, 4, 5 besten Zweitligaspieler kaufen, abgesehen von diesem Usun von Nürnberg, der ja komplett krank ist, was der gemacht hat gegen Hertha, alter Schwede, den kriegen wir halt nicht mehr. Der geht dann halt zu Frankfurt oder zu Stuttgart oder wohin auch immer. Aber diese zweite Garde um Hartl und wie sie alle heißen, auch hier von Düsseldorf, Zolis oder wie. Ja klar, haben die da noch Bock drauf. Natürlich sind wir noch eine Adresse. Warum? Alle holen. Alle holen. Alle Bock. Alle, die Bock haben, holen. Und dann macht Seoane macht ja eine Sache besonders gut. Das letzte Mal, dass jemand das gemacht hat, bei uns war vielleicht Favre. Spieler besser machen. Nicht das Mannschaftsgefüge. Ne, das hat er momentan noch nicht unter Kontrolle. Aber der hat einzelne Spieler schon deutlich besser gemacht. Das muss man einfach so sagen. Ob das ein Hakenreiz oder ein Netz ist, das scheint ja unsere Philosophie zu sein. Und das muss sie ja auch sein, auf Individuen zu setzen, zu sagen, ich mache dich besser und wenn du vernünftig bist, dann funktioniert die Mannschaft irgendwann wie von selbst. Aber das geht nicht in 2 Monaten und das geht vielleicht auch nicht in einem Jahr. Aber das geht über 2, 3, 4, 5 8 Jahre, was plus, auch immer. Wir haben natürlich jetzt auch wirklich das Problem gehabt. Ich meine, andere haben auch Verletzungen, aber wenn der Top-Torjäger, als der gekauft worden ist und am Anfang auch wirklich überzeugt hat, Schwanscherer, wenn er einfach mal 3 Monate ausfällt, so, ja, Player fällt, keine Ahnung, 2 Monate oder länger aus, Omlin fällt die halbe Saison aus, Itakura kann gefühlt jedes dritte Spiel nicht spielen, ja. Aber das Problem haben andere auch. Jetzt geht es darum, sich zusammenzuraufen und gegen Wolfsburg am Wochenende einen Punkt mitzunehmen. Auswärts einen Punkt, Heimspiele gewinnen. Ja, so einfach kann es sein. Ich wäre zufrieden, wenn wir irgendwie noch 8 Punkte holen dieses Jahr und dann die Saison
ganz entspannt ausklingen lassen. Du hast aber selber gesagt, realistisch ja. 3 bis 5. Mhm. Aber ich würde mich ja trotzdem freuen. Ach, du hast dich jetzt gerade so ein bisschen... Ja, wenn es 8 werden, würde ich mich freuen. Ja, natürlich, aber... Und weil Speedcore das immer wieder schreibt, ich muss da ganz kurz drauf eingehen. Also diesen Vergleich mit Stuttgart, den können wir nicht ziehen. Er sagt die ganze Zeit, Stuttgart hatte in 2 Jahren auch 4 Trainer. Ja, Stuttgart hat aber jetzt gerade Sebastian Hoeneß, der einfach trainertechnisch auf einem anderen Level zu sein scheint. Und Stuttgart hatte vorher Sven Mislintat, der einfach einen Kader zusammengestellt hat. Ich habe jetzt nochmal auch von 50+2 Beispiele gehört, was sie für Endo bezahlt haben, für Silas, für was auch immer, für Kalajdzic. Alles im unteren einstelligen Millionenbereich, 1,6, 2,3, 4,6 Millionen und dann für zig Millionen verkauft haben. Das, was wir auch mal eine Zeit lang gemacht haben mit Westergaard, mit Reus, was auch immer, Xhaka. Ja, die sind gerade in der Phase. Und Frankfurt auch. Es hängt uns immer noch, und das vergessen wirklich viele, es hängt uns immer noch nach, dass der alte Sportdirektor uns ein Wir halten den Kader zusammen, wurde uns als das Beste der Welt verkauft. Und es war das Schlimmste, was uns passieren konnte. Ja, so. Fingern mit Zakaria. Für mich war Zakaria das erste Ding, ich sagte, was, 5 Millionen im Winter jetzt mal ebenso? Der hatte irgendwie da noch einen Marktwert von 20? Ja, aber der wurde ja auch, der hat ja heimlich da, dann haben sie irgendwann mal ein Video von ihm gezeigt, wo er zu Hause auf dem Laufband ist und du wusstest, der hat ja keine, der war ja damals schwerer verletzt, als man das nach außen hin kommuniziert hat, 1000%ig. Mhm. So. Und dann dieses, wie ein Fluch, ne? Dann Thuram verletzt sich gegen Leverkusen. Kone muss man jetzt schon wieder Sorge vorhaben, dass er jetzt irgendwie nicht fit genug ist und dann vielleicht doch nicht am Jahresende beziehungsweise am Saisonende verkauft wird. Und nochmal, was wirklich der Borussia-Weg ist. Hm. Wir geben nur aus, was wir einnehmen. Wir machen jetzt ja keine komischen Sachen. Und das bleibt ja auch so. Und das ist ja wirklich, da sind wir ja sehr, sehr stabil. Und ja, weiß ich nicht, ob Stuttgart das auch macht. Nur die haben jetzt natürlich sehr viel eingenommen. Ja, aber das ist eine Sache, die ich wirklich sehr gut finde, dass wir seriös arbeiten und nicht irgendwie ins Risiko gehen und auf irgendwas wetten und sagen, ey, den holen wir und dann passiert was Krasses und den verkaufen wir auf jeden Fall. Weil die Erfahrung in den letzten 4 Jahren hat gezeigt, nein, wir haben einfach keine coolen Verkäufe mehr. So ehrlich muss man sagen. Ja, genau. Und also, was sagt uns das? Wir müssen wieder auf diesen Weg gehen, junge Spieler zu holen, die wir danach teurer verkaufen können. Das ist doch, so hat Gladbach die letzten Jahre immer funktioniert. Und dann kaufst du dir mit den 25 Millionen von Westergaard, kaufst du dir halt 3 Spieler für 6 bis 8 Millionen und die verkaufst du dann im Optimalfall wieder für 20 Millionen. Sorry, aber nur so kann doch Borussia Mönchengladbach funktionieren. Nur ja, so. Glaube ich auch. Und da aus. Müssen wir jetzt wieder mit anfangen. Und dann verkaufen wir halt vielleicht als nächstes ein, ja, von mir aus auch ein Elvedi. 2 dafür. Oder dann irgendwann langfristig gedacht mal ein Luca Netz oder so, der dann vielleicht, ja, ist ja so. Ja. Das, genau das ist es. 3, 4 Jahre bei uns und dann weg. Ja. Netz, was haben wir bezahlt für den? Keine Ahnung, 2, 4 Millionen irgendwas. Dann geht der halt für 12 Millionen nach England oder wo auch immer. Aber nur so, nur so kann in meinen Augen Borussia Mönchengladbach funktionieren. Es gibt für mich keinen anderen Weg. Wir sollten uns bitte die Finger davon lassen, jetzt irgendwie einen 32-jährigen defensiven Mittelfeldspieler zu holen oder so, ne? Nein, natürlich auch nicht. Keinen Wiederverkaufswert hat. Das wird nicht funktionieren. Aber du brauchst ja trotzdem gestandene Spieler im Team. Wir können nicht nur mit jungen Spielern. Wir brauchen auch ein Gerüst aber oder eine Achse. Das haben wir ja schon aufgebaut. Mit Weigl, das hatten wir jetzt längere Zeit mit Player. Das hoffentlich haben wir das irgendwie mit einem entweder Wöber oder Itakura oder so, ne? Oder Omlin jetzt im Tor. Das sind ja Spieler, die vermutlich ein Gerüst bilden können. Und um die herum, bitte junge Leute aufbauen. Hungrige Spieler, die wollen und die Bock auf Borussia Mönchengladbach haben. Ey, es sind 59 Leute übrigens. Mega. Gerade erstmal, wir sind heute relativ wenig. Du hast es immer mal wieder gemacht, dass du auf den Chat eingegangen bist. Freut mich sehr. Ich habe es heute ein bisschen wenig gemacht. Frank ist da, Claudia ist da, Thomas Nellen ist da, alle sind da. Professor Seltsam, grüß dich. Und Alexander, auch liebe Grüße an dich gehen raus. Advokat lässt grüßen. Genau, als wir damals das Kaufhaus des Westens waren, bitte nicht nochmal. Dann lieber immer weiter. Irgendeinen jungen Spund wird es doch geben. Dann holt man sich halt wieder einen 20-Jährigen aus der zweiten oder was auch immer. Warum macht der denn nicht Druck auf der linken Seite?
Ich glaube, dass das schon ein Vorgriff war, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass wir langsam damit anfangen und Luca Netz entweder diesen Sommer oder wann auch immer, vielleicht dann nächsten Sommer, ich weiß gerade nicht auswendig, bis wann er Vertrag hat. Anna Ries scheint nicht da zu sein, sonst würden wir Anna fragen. Ich glaube, dass das ein Vorgriff war. Dann haben wir noch einen Fukuda. Ja, gut. Der muss ja erstmal kommen. Der hat ja noch nichts jetzt in der Pipeline. Der wurde zweimal eingewechselt. Ja, das ist ja kein Spieler, den. Da zeigt man ihm ja schon, in welche Richtung. Aber dann muss er erstmal in der Bundesliga ein, zwei Jahre performen und dann können wir ihn irgendwann verkaufen. Ich glaube auch an ihn, aber das ist, glaube ich, jetzt noch ein bisschen zu weit in der Zukunft. Gut, Leute, erstmal, wenn ihr bis hierhin geguckt habt und ihr guckt uns öfter und ihr habt noch kein Abo dagelassen, dann seid einfach so lieb und abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns dafür darüber mega. Euch kostet das gar nichts. Und wir können so langsam, ne, was haben wir? Es gibt viele schöne Geschichten. Wir haben jetzt uns so ein bisschen ausgelassen, was Hoffnung macht. Wie war denn die Stimmung bei unseren Leuten? Wie seht ihr es denn? Was ist los? Schaffen wir das? Wir bleiben ja wohl drin. Wie spielen wir am Sonntag gegen Wolfsburg? Wie ist die Stimmung bei euch? Habt ihr langsam wieder Bock und habt ihr ganz große Sorgen? Oder wie ist eure Gefühlslage? Seid so lieb und schreibt das bitte jetzt noch in den Chat und die Leute, die uns später gucken und uns zugehört haben, wie wir uns so langsam auf das Spiel am Sonntag eingerufen. Wie ist eure Gefühlslage? Habt ihr ganz große Sorgen oder seid ihr guter Dinge, dass wir das noch regeln werden? Schreibt bitte, bitte in die Kommentare. Okay, Hermann. Ich möchte kurz Hermann noch aufgreifen. Hermann schreibt, was interessieren uns die letzten Monate von Eberl? Wirkus ist seit über 2 Jahren bei uns und wir sind im Abstiegskampf. So viel kann er gute alte Wirkus nicht richtig gemacht haben. Nur ganz kurz, Hermann, nein, bevor wir da jetzt emotional drauf eingehen, ich könnte da wirklich sehr emotional drauf eingehen. Ich möchte nur einmal kurz darauf verweisen, dass wenn etwas sozusagen in einer Negativspirale ist und man etwas sehr schlecht hinterlässt, braucht es ja eine gewisse Phase und Zeit, um wieder korrigiert zu werden. Und da kannst du auch nicht in 2 Jahren erwarten, dass alles plötzlich wieder rosig ist. Das ist ein ganz, ganz, ganz hartes Geschäft, ein sehr, sehr steiniger Weg. Und wenn wir in 5 Jahren irgendwann wieder da sein sollten, wo wir unter Eberl mal waren, dann ist es immer noch schnell. Und was alle ja vergessen, die immer Köpfe fordern, ne? Als wenn irgendjemand bei Borussia Mönchengladbach eine Entscheidung alleine treffen würde. Das ist seit Max Eberl vorbei. Das hat Max Eberl gemacht. Der hat einfach mal gesagt, so, wir gehen links, wir gehen rechts. Aber du glaubst doch nicht, dass Wirkus sagt, so, wir machen das alleine. Das haben ja schon genug Beispiele gezeigt. Und da gibt es immer noch einen Steffen Korrell, es gibt einen Aufsichtsrat, es gibt ein Präsidium, es gibt so viele Leute, die mitentscheiden. Ja, bei Schmadtke wäre ich auch dabei, da weiß ich nicht ganz genau, wofür der diese Saison stand. Ich habe gedacht, ist er so eine Art Bindeglied? Geht er anstatt Wirkus jetzt nach vorne und stellt sich vor die Kameras, weil da hat man den Wirkus ja vorgeworfen, dass er da nicht gut sei und gab 2, 3 Auftritte, die hätte man vielleicht besser machen können, aber wir wissen selber, wie es ist. Wer sich diese Folge von Anfang an anguckt und wir machen das jetzt, keine Ahnung, ist die 40. Mal, dass wir hier vor diesem Mikrofon sitzen und ich stolper auch und bin am Anfang total nervös und da ist jetzt ein Roland Wirkus, der Fußball liebt und der die Borussia liebt und lebt. So, und dann muss er jetzt auch noch vor ein Mikrofon gehen und dann wird er daran gemessen, dass er vom Mikrofon nicht gut ist. Jetzt hör mal auf. Ja, ich sehe es genauso. Also, er wird sich beweisen müssen. So, ne? Man hat in diesem Geschäft einfach generell nicht viel Zeit und jetzt sind 2 Jahre vergangen und ich glaube, das, was gerade der irgendwas mit Blurn geschrieben hat, dass die Transfers tatsächlich eigentlich, wenn man sich Honorar anguckt, ne, und auch in Schwanne, dass die eigentlich alle ganz gute Hoffnung machen. Also 50+2 hat auch betont, Franck Honorat würde ihnen leid tun, weil er der Einzige wäre aus der Gladbacher Mannschaft, der irgendwie jede Woche wirklich so seine Leistung bringt. Ja, der bringt tatsächlich jede Woche seine Leistung. Der kämpft bis zum Unerbittlichen und
er ist momentan mit Sicherheit ein Spieler, der auch nochmal vielleicht wichtig werden könnte jetzt die letzten Spiele. Keine Ahnung, wie viele Flanken er hat. Er hat 50 Flanken reingeschlagen. Ich meine, du gibst halt einen Hofmann ab und musst dann irgendwie für diese festgeschriebenen 10 Millionen passenden Ersatz finden. Und das hat Virkus halt hervorragend gemacht in meinen Augen. Dann gab es vorher die ganzen Vertragsverlängerungen, wofür er immer Don Rollo genannt wurde und so. Also jetzt plötzlich zu sagen... Du mit der Küchenclown da irgendwie, genau. Koch, Chef. So, und nochmal, und das ist auch wichtig, und fasst bitte auf eure Raute und auf euer Herz. Vor der Saison haben alle anderen gesagt, Gladbach könnte in Abstiegssorgen kommen. Und wir und auch ihr, wie viele von uns haben denn gesagt, warten wir mal ab? Und haben so die Ärmel hochgekrempelt und gesagt, na, wollen wir mal abwarten. Ne? Aber wie viele Experten haben von Anfang an gesagt, Umbruch, der ist weg. Alter, Stindl weg, Hofmann weg. Wenn sie bei Ihnen, Thuram. Weg, Thuram weg. Natürlich läuft es nicht dann so weiter. Ist schlimm genug, dass wir mit denen, die weg wollten, irgendwie nur 8. oder 10. geworden sind. 10. war es, glaube ich. Ne? Und deswegen, alle haben uns vorausgesagt, dass wir eventuell in den Abstiegskampf kommen. Ja gut, jetzt sind wir da. Also, so what? Wir können jetzt ja nicht den Kopf in den Sand stecken und können sagen, und können uns ergeben. Ne? Jetzt müssen halt die Leute es richten, die da sind. Und es gibt auch wirklich genug Jungs, die es richten können. Wenn jetzt nämlich Player zurückkommt und Schwanne zurückkommt und ja. Jordan nicht mehr ganz alleine ist. Ja. Ne? Und der war jetzt wochenlang ganz alleine. Und jetzt mal ganz ehrlich, der Gladbacher Weg und der Borussenfußball, wie wird es denn immer genannt? Der Borussenweg? Der Borussia-Weg. So, der ist nämlich nicht Langenhafer auf Jordan. Und dann mal gucken. Das machen wir seit Van Lent nicht mehr. Dass man einfach mal hoch und weit den Ball, wenn ich nichts mehr weiß, glaube ich den raus und dann ist ja da einer, der den Ball irgendwie festmacht. Wir können froh sein, dass der Jordan da so gekämpft und geackert hat, aber dass da mal jetzt ein zweiter Stürmer um ihn rumspielt, der vielleicht Alassane Player heißt oder der Schwanscherer heißt und der auch wirklich giftig ist und nachgeht, nicht Player, sondern Schwanscherer, der nachsetzt, das wird unserem Spiel auf jeden Fall gut tun. Es sind jetzt noch 7 Spiele und wir müssen jetzt einfach Punkte holen. Je länger ich drüber nachdenke, desto optimistischer werde ich gerade. Oder? Jetzt ja, mal ganz ehrlich. Das ist echt, ne? So. Hier, ich sag's euch, Alassane Player, Alter, der macht noch richtig gute Sachen jetzt. Der hat gefehlt an allen Ecken und Enden, ne? Okay, genau, so nämlich, irgendwas mit Blurren. Danke, mir gefallen deine Kommentare heute wirklich gut, auch einer, der vielleicht ein bisschen optimistisch an die Sache rangeht. Marc, haben wir noch was oder sollen wir so langsam Richtung Ende der Sendung trudeln? Hast du noch irgendwas auf dem Schirm? Sind wir so trudelig? Ich habe gerade gesehen, dass du den Fingernagel lackiert hast, ne? Ja, das musst du doch jetzt nicht noch ansprechen, oder? Doch, weil ich finde es ganz cool, warum denn nicht? Das ist ein Versehen. Ja, was wolltest du denn lackieren? Und dann ist es ausgerechnet der ich habe den mit Sicherheit nicht selber lackiert. Achso, zeig es trotzdem mal in die Kamera. Wie heißt denn der Berliner Spieler, der das irgendwie... Fabian Rehse. So. Nee, hat aber nichts mit Statement zu tun, war einfach am Montagabend ein langer Abend. Ich habe mit Freunden Doppelkopf gespielt und habe dabei irgendwie ein paar Bierchen getrunken. Ganz am Ende kam wirklich bei der Verabschiedung so, hey, mache ich dir noch einen Fingernagel irgendwie. Keine Ahnung. Ich finde es gut. Ich bereue es ein bisschen, muss ich sagen. Echt? Ja, was macht man denn ab? Ja, so? Keine Ahnung, Alter. Ich denke mal sowas wie Nagellack entfernen oder so, ne? Ja, da haben wir es doch. Ja, ja, toll. Mit so einem Watte-Ding da drüber. Und ja, genau. Ich kratze das irgendwie einfach ab, keine Ahnung. Ist halt auch noch rot, ne? Das ist das Problem. Aber es ist halt, du kannst es nicht sehen, aber es ist nicht das Rot wie das Mikrofon. Es ist auch kein FC-Rot, es ist ein ganz anderes Rot. Es ist so ein, kennst du noch diese Malkästen? Da gab es immer so ein Zinnoberrot. Ja, ja, klar. Aber du wirst es ja nicht, du wirst es ja... Ich kann schon Rottöne auch unterscheiden, so ist es nicht. Ich habe eine Rotschwäche, aber ich bin nicht rotblind. Okay. Ja, ich habe auch eine Rotschwäche in der Form, dass ich Rot eigentlich überhaupt nicht mag. Ja, es liegt an den Vereinsfarben vielleicht vom FC. Sehen wir uns am Sonntag? Ja, aber selbstverständlich. Bringst du Sonntag, du hast ja bei deinem Umzug, hast du ja geile Requisiten. Ich habe ein bisschen was gefunden, ja, so ein paar Schals, die jetzt irgendwie 3 Jahre im Keller rumstanden, habe ich nochmal so ein bisschen durchforstet und jetzt auch wieder zurück in meine Wohnung gebracht und da sind 1-2 ganz coole Sachen bei. Bringe ich für die nächste Folge gerne mit. Reden wir da nicht drüber? Über diesen geilen Schal? Nö. Okay. Bringe ich mit. Dann hatten wir noch den René, das Känguru. Ich darf, glaube ich, sagen, dass er René heißt.
Der hat mir geschrieben, dass er noch ein altes Belinea-Trikot in dunkelgrün hat mit der Nummer 7. Ja. Belinea? Nein. Belinea? Ja. Ich meine Belinea. Nee, das kann ich Belinea später. Sondern, was steht da drauf? Giebels vermutlich. Nee, aber ich meine, es ist dieses dunkelgrün. Oh, oder vertue ich mich jetzt? Also Belinea und... Ja, auf jeden Fall habe ich gefragt, ob da ein Name drauf steht. Und dann hat er gesagt, natürlich ist da ein Name drauf. Karl-Heinz Philipsen. Und das Känguru, der René, das Känguru, der ist so krass, der schickt uns auch dieses Trikot jetzt. Und auch ihm habe ich gesagt... Also das glaube ich wirklich erst, wenn das hier ankommt. Wenn wir hier ein Kalle Flipsen-Trikot hängen haben. Wir haben ein Ter Stegen-Trikot, was unterschrieben ist, was Bernie uns einfach... Und nochmal, wenn ihr das zurückhaben wollt, dann kriegt ihr das sofort zurück. Ich finde es so krass, was unsere Community macht. Ich finde es krass, wenn wir ein Kalle Flipsen... Sorry, aber das ist wirklich einer meiner allerersten Lieblingsspieler, so 95 Pokalsieg, Kalle Flipsen, Alter. Ich weiß noch, beim ersten Stadionbesuch meines Lebens... Das war, glaube ich, eine Wattenscheider Lorheide. Muss so 92, 93 gewesen sein. Da hat Kalle Flipsen halt am Platz gestanden. Und das war für mich so der Star. Einfach kreativer Typ, Zehner. So acht, offensiver Achter heute vielleicht oder so. Aber Wahnsinnsspieler für mich. Weil er für die hatte, ne? Ja, klar. Weißt du, von wem Kalle Flipsen der Papa ist? Um da noch ein bisschen Boulevard zu machen. Ja, weiß ich. Von der Freundin von Rocco Reitz. Ja, ist das geil, oder? Das ist irgendwie schön, ja. Es rundet. Übrigens, die Leute haben recht. Es ist eine Frechheit, Rico. Und das sind Kanalmitglieder, die dürfen das sagen. Es ist kein Pöbel, sie haben aber recht. Das muss nicht mein Grün sein. Ja, natürlich. Ja, ne? Ganz eindeutig. Also da musst du nochmal mit den Leuten meckern. Muss ich nochmal ran. So, sollen wir euch dann in den Abend entlassen? In den wohlverdienten Feierabend, halb acht. Ich glaube, wir haben alle noch... müssen was zu tun heute. Ich gucke jetzt gleich ich gucke gleich schon Premier League Dart. Ah. Donnerstag. Cool. Der Thorsten Dörr, der muss es übrigens später gucken. Der hat heute geschrieben, er ist gerade beim Dart-Training. Er hat heute um 7 Dart-Training, deswegen kann er nicht zugucken. Ja. Ja. Soll es geben. Man muss Prioritäten setzen. Leute, vielen Dank für alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr den Kanal abonniert habt. Vielen Dank, dass ihr uns motiviert, hier Gas zu geben, und wir hoffen, dass ihr maximal noch morgen arbeiten müsst, dann ein wunderschönes Wochenende verlebt. Es soll dieses Wochenende auch ein bisschen die Sonne scheinen. Ja, das ist ja sonst immer... Das Känguru schreibt. Männer, ich schaue euch gerade beim Kochen, Trikot ist grün und mit Belinea. Kommt so garantiert bei euch an. So männlich. Flipsen hat im Belinea-Trikot gespielt? Ja, oh Gott, okay, alles klar. Das ist wirklich... Belinea war vor Max Data. Ja, vor Max Data, aber Flipsen hat auch schon mit Diebels gespielt, halt 90er. Flipsen ist für mich ein 90er-Spieler und Belinea ist für mich... War direkt danach. Ja, war seit 98, stimmt, es gibt noch, ja, ich weiß, es gibt noch die 98er-Saison. Die muss mit Flipsen und Belinea sich überschnitten haben. Ja. So. Okay. Wir schwelgen in Erinnerung. Ja, viel Spaß beim Kochen. Leute, viel Spaß bei allem, was ihr macht. Habt einen schönen Donnerstagabend. Der Donnerstag ist der kleine Freitag. Wenn ihr kein Lehrer seid und morgen nochmal arbeiten müsst, dann kommt gut durch diesen Tag. Habt einen kurzweiligen Tag. Schön, dass ihr da wart. Ich habe es oft gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen. Und am Ende bleibt auch dieser Folge die Erkenntnis, Gladbach ist der geilste Club der Welt. Macht es gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bier ist auch leer.